Radikalpolymerisation von Ethylen zu Polyethylen. Bei der Polymerisation von Ethylen zu Polyethylen werden je nach Verfahren unterschiedliche Katalysatoren wie Titantetrachlorid und Aluminiumtrialkylen oder Peroxide eingesetzt. Der Einfachheit halber symbolisiert das rote R diesen Katalysator, der ein besonders reaktives Molekül ist und die Aufgabe hat, die Kettenbildung der Ethylenmonomere zu initiieren. Das Ethylenmolekül besteht aus zwei Kohlenstoffatomen, die durch eine Doppelbindung miteinander verknüpft sind. An jedes Kohlenstoffatom sind zwei Wasserstoffatome gebunden. Durch die Einwirkung des Katalysators wird die Doppelbindung gelöst. Durch das freigewordene Elektron wirkt das Ethylenmolekül jetzt selbst wie ein Radikal und kann die Doppelbindung eines weiteren Ethylenmoleküls lösen und es anlagern. In dieser Weise verlängert sich die Kette, bis es zum Abbruch kommt. Der Abbruch der Kettenreaktion erfolgt, wenn sich zwei Radikale kombinieren.